Hallo und Dankeschön fürs Einschalten. Ich freue mich mal wieder ein neues Video zu machen. Mein Name ist Delia, ich bin seit 10 Jahren Flugbegleiterin und in diesem Video geht es um Flughafen-Hacks. Mein erster Tipp zum Thema Flughafen-Hacks ist so banal wie aber auch wichtig, und zwar, dass man so viel wie möglich Zeit dafür einplanen sollte. Also ich persönlich wohne in Berlin und fliege aber und arbeite ab Frankfurt und deswegen fliege ich von Tegel oder flog von Tegel, als er noch nicht geschlossen war, immer nach Frankfurt und halt auch nach dem Dienst halt wieder zurück und weiß, es können sich so viele Dinge abspielen in so einer Fehlerkette. Was heißt ich, das Taxi kommt nicht, dann ist eine Schlange mega lang, weil auf einmal irgendwie ein Feiertag ist, den man vergessen hat oder Schulferien. Dann kann es auch schon mal passieren, dass man seinen Flug verpasst. Ist mir auch schon passiert. Das möchte dir wahrscheinlich in deinem Urlaubsflug nicht passieren. Also plan so viel Zeit möglich wie möglich ein. Trink dann lieber noch einen Kaffee am Flughafen oder guck dir die Duty-Free-Geschäfte an, bevor du irgendwie in Stress gerätst. Wenn du genug Zeit einplanst, kannst du das schon mal vermeiden. Mein zweiter Tipp zum Thema Flughafen-Hacks ist, dass du dich immer ganz links anstellen solltest. Psychologisch gesehen oder statistisch gesehen ist es nämlich so, dass die meisten Menschen Rechtshänder sind und sich deswegen auch lieber rechts an Schlangen anstellen. Deswegen gibt es mehrere Schlangen zum Anstellen als Möglichkeit. Wähle immer die linke aus und dann bist du wahrscheinlich schneller als die anderen. Ein weiterer Tipp, um auch Kosten zu sparen, ist, dass du im Prinzip, wenn du mit dem Auto zum Flughafen anreist, woanders parken könntest als jetzt direkt auf dem Flughafen, wo es mega teuer ist, erfahrungsgemäß. Weil es gibt genug Flughäfen, wo man einfach sein Auto im Umkreis noch gratis parken kann, sozusagen, und das letzte Stückchen dann mit Bus oder Bahn zum Flughafen fahren kann. Es gibt viele Webseiten, die halt dir zeigen, wo man gratis parken kann, und deswegen würde ich dir raten, fahr die letzten paar Meter mit Bus und Bahn zum Flughafen und spar dir die Parkkosten am Flughafen. Ein weiterer Tipp von mir, um Kosten zu sparen, ist, dass du dir teure Wechselkurse in den Wechselstuben am Flughafen sparen kannst, weil es einfach genug Banken gibt, die Partnerbanken haben im Ausland, oder es gibt auch Kreditkarten, die halt Gratisauszahlungen machen. Informier dich halt im Vorhinein bei deiner Bank, um die Wechselkursgebühren im Prinzip so klein wie möglich oder sogar ganz zu vermeiden. Egal, ob ich jetzt eine Langstrecke oder eine Kurzstrecke privat fliege, ich nehme ja immer meine eigenen Snacks mit an Bord und auch eine leere Wasserflasche. Die kann ich nämlich durch die Sicherheitskontrolle mitnehmen ohne Probleme und sie hinter der Sicherheitskontrolle mit Leitungswasser oder an Wasserspendern auffüllen. So habe ich dann halt immer Wasser mit an Bord, weil an Bord die Luft sowieso sehr trocken ist und man sollte da sehr viel trinken. Und dann muss man halt nicht auf den Service von den Flugbegleitern warten. Und die Snacks, ja, solange sie nicht irgendwie flüssig oder breiig sind, kann man die problemlos auch mit durch die Sicherheitskontrolle nehmen und kann die dann auch im Flugzeug oder am Flughafen halt essen. Und so ist man halt die ganze Zeit versorgt mit Essen und muss sich nicht die teuren Preise des Flughafens antun. Mein nächster Flughafen-Hack hört sich zwar auch wieder banal an, aber es ist auch ganz wichtig, weil ich habe das schon öfter mal erlebt, dass man sich nicht auf die Gate-Nummer verlässt, die auf dem Ticket steht, sondern dass man jedes Mal nochmal auf die Anzeigetafeln schaut, um zu checken, was das wirklich aktuelle Abflugsgate ist, weil die können sich immer mal wieder ändern. Es macht keinen Sinn, wenn man jetzt an einem riesigen Flughafen wie Frankfurt irgendwie an das Gate A44 läuft, um dann festzustellen, dass das Gate sich geändert hat und man darf wieder zu B2 gehen oder sowas, dann ist man da kilometerweise unterwegs, gestresst, abgeschwitzt und muss ja nicht sein. Deswegen immer noch mal vorher checken, wenn ihr am Flughafen ankommt, ob das Gate des Abflugs sich geändert hat. So, mein letzter Tipp betrifft vielleicht so Leute wie Vielflieger, die ganz viel am Flughafen sind oder Leute, die sich halt schnell stressen lassen durch viele laute Geräusche, viele Menschen. Ich habe das auch ganz gerne, und zwar, dass ich mir einfach schalldämmende Kopfhörer in die Ohren mache. Und dann einfach weniger von den ganzen Ansagen des Flughafens höre und von dem Gemurmel der Menschen und so einfach im Prinzip ganz entspannt Richtung Abflugsgate laufen kann, ohne irgendwie abgelenkt zu sein. Das betrifft vielleicht auch Leute mit Flugangst, die sich dann vielleicht durch beruhigende Musik vielleicht dann schon mal ein bisschen runterfahren können. Alles zum Thema Flugangst und auch mein Flugangst-Coaching verlinke ich euch unten nochmal. Ich mache telefonische Flugangst-Coachings, wenn ihr das noch nicht so wisst. Und ja, den ganzen Blogbeitrag zu diesem Thema der Flughafen-Hacks verlinke ich euch unten auch nochmal. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst und mich natürlich abonniert. Und ich freue mich auf das nächste Video. Bis dann, eure Delia.